Ahu, meine Lieben, endlich ist es soweit. Euer Erik Vikingson ist zurück. Der Umzug ist durch und das Internet ist da. Das Spiel ist da. Wir können loslegen. Und mit was legen wir los? Mit dem neuen Spiel Nightingale. Ich freue mich mega drauf. Hab lange warten müssen, bis ich es endlich spielen kann. Ich habe noch nicht reingeguckt. Mal gut, ein bisschen hier und da mal die Einstellung angepasst. Aber ansonsten habe ich noch gar nichts gemacht. Das werden wir jetzt alles entdecken. Wir werden von vorne komplett beginnen, Tutorial durchspielen und dann das Abenteuer starten. Aber bevor wir da überhaupt anfangen können, brauchen wir natürlich unseren Grantelbart. Den werden wir jetzt zusammen anlegen. So, und dann gucken wir mal. So, Schritt 1. Da sind wir jetzt durch. Wie sieht denn unser Grantelbart aus? Ich würde sagen, Grantelbart hat definitiv... Ja, mal gucken. Hier, sowas in der Art. Das könnte schon grantlich sein. So ein bisschen eckig und kantig. Das ist mir fast schon ein bisschen zu alt. Aber wir gucken mal. Ich freue mich so richtig drauf. Das ist zu jung, ne? Der Grantelbart hat ja schon viel erlebt eigentlich. Der könnte auch ein bisschen so... Ich glaube, das hier sieht so ein bisschen Grantelbart-mäßig aus. Ich hoffe, wir können da noch so ein bisschen was ändern. Körpertyp ist Frau bestimmt, ne? So, Alter. Grantelbart, ja, wir machen ihn mal so alt wie ich. 39, ne? Die Stimme. Nee, das ist kein Grantel. Nee. Ach so, es gibt nur A und B. Na gut, dann ist das so. Die Geschichte... Akademiker, auf keinen Fall. Politiker ist auch nicht. Handwerker. Emerit, was haben wir noch? Offizier. Mir gefällt eigentlich eher Tau nicht. Auge nichts. Wann Tauge nichts ist? Ich bin ja fast schon. Er hat ja schon viel erlebt. Komm, wir machen einen Handwerker aus ihm. Er ist ein Handwerker. So, die Abstammung. Ach, herrje. Mama und Papa auswählen hier, oder was? Der gibt's ja gar nicht. So, wie sah denn die Mama aus? Das sieht schon fast so Mama-mäßig aus, oder? Ja, doch, würde ich fühlen. Mama haben wir. Das war einfach. Der Vater. Ja, das sind wir. Aha. Das sieht aus wie eine... Ja, doch, das passt. Ah, ich würde sagen, das ist eine schöne Familie. Das Erbe. So, jetzt kann man so ein bisschen einstellen, nach wem wir so am meisten kommen. Okay, das finde ich natürlich geil. Ich würde es so machen. So, ja. Das ist super. Okay, Schritt Nummer 2. Haut und so weiter anpassen. Okay, das ist cool. Ja, ich würde ein bisschen heller machen auf jeden Fall. Oh, das mag ich ja jetzt schon, das Charaktermenü. Das ist ja richtig geil. Doch, so ist in Ordnung. Narben. Nö, ja, braucht der Narben. Achso, das ist noch in der Entwicklungsphase. Ist auch noch in der... Ja, ist okay. Das ist ja nicht wichtig, ne? Haare, das ist natürlich ganz wichtig. Mal ein bisschen zurück. Ja, das ist okay. So. Ein bisschen hoch runter geht er nicht. Dann gehen wir noch ein Stück zurück. Das ist mir fast schon zu dunkel. Die sind eigentlich ganz geil. Die Frisur. Ich hätte halt gern... Das ist mir zu wenig. Ah, weiß ich nicht. Schwierig. Ich hätte halt gerne kurze Haare. Bin aber auch echt am überlegen, ob man... Das würde mir dann eher so wieder gefallen. Ich glaube, wir machen es mal so und wir kriegen ja, wie ich jetzt gerade sehe, auch noch Bart und so weiter. Ja, das geht nicht. Ein bisschen buschig ist okay. Das ist in Ordnung. So, Gesichtsbehaarung. Gab da noch mehr? Okay. Es sieht auch geil aus. Aber ich würde es dann eher gerne so machen. Dann bin ich wieder am überlegen, ob ich da die Frisur... Wir gucken uns mal das kurz mit Glatze an. Oder mit den Haaren. Die sind natürlich auch nice. Ja, das gefällt mir aber trotzdem schon eher. Wir machen es so. So, wir gehen in den Kopf rein. So, da würde ich jetzt nichts weiter machen. Der Kopf gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir gehen in die Augenfarbe und der hat natürlich graue Augen. Bisschen dunkler. Sehr geil. Boah, man kann so viel spielen hier. Das ist schon richtig cool. Make-up brauchen wir nicht. So. Schritt Nummer 3. Wählen Sie die Startumstände. Ausrüstung. Ich mache Ausrüstung einfach. Wer möchte zu ermitteln? Keine Ahnung. Ich will da jetzt auch nicht so weit gucken. Wir kriegen hier oben auf jeden Fall Punkte anscheinend noch. So, und die Welt. Weltmacht. Je höher die Weltmacht, desto anspruchsvoller die Welt. Der Schwierigkeitsgrad ihrer Startwelt. Einfach. Okay, Mittel.
Ich würde schon Mittel anfangen, ja? Wir machen Mittel. Wir wollen es ein bisschen einfacher noch haben. So, finalisieren. Wir haben ihn finalisiert. Dann würde ich sagen, da ist er, unser Grantelbart. So, ich freue mich. Ich freue mich mega. Es geht los, Leute. Es geht los, wir sind bereit. Wir starten rein. So. Before time itself, the realms have existed. Born of curiosity, we opened the first gateway to our endless Feywilds. The Fey have long since aided man in harnessing that which we live and breathe. Magic. Tolerance was known until your grasp extended reach. Greed, in the face of power, saw your world caught in ruin. And out flowed the pale, swallowing all in its path. Some fled its ever-spreading tongue, seeking refuge in Nightingale, only to be severed from assistance as the pathway between realms collapsed. But perhaps not all is lost, for Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment, humanity's final beacon. Your path thither is winding and full of terror's nascent realm walker. Wilt thou succumb to Fey lands beyond thy wit? Or wilt thou endure, find the way homeward and rebuild anew? Boah, super, oder? Richtig guter Vorspann. Absolut geil. So, jetzt wird es ein bisschen warten. Ich habe jetzt beim Anfang... Hat es auch gedauert. Nö, es geht eigentlich. Sehr gut. So, die unbekannte Welt. Sehr, sehr gut. Wir haben keine Weltenkarten und keine Fraktion. Dann würde ich sagen, setzen wir die Reise einfach mal fort. Ne? So. Let my words steer your steps. Wow, ist das gut, ey. Tja, Grantelbart, auf was hast du dich da eingelassen? Ich glaube, da geht's nicht mehr zurück. Ja, los, dann gehen wir los. Was haben wir denn hier? Ist hier Loot oder so? Ich glaube, wir sollen einfach erstmal laufen, wa? Das sind kleine Käfer, jetzt sehe ich das erst. Alter Schwede. Eine Termiten oder was? Alter, wie gut, ey. Das ist wie so eine Art Wurmloch, in dem wir uns jetzt gerade befinden, wo alles reingesaugt worden ist. Wir gehen jetzt einfach erstmal hier schön geradeaus lang, ne? So, wir können nach rechts. Now, Fleshling. With a wonder you lost in our Feywilds. Ich gehe mal nach links oben. Rechts unten sah mir ein bisschen komisch aus. Oh, die Schreie. Alter, wie gut. Ach, da wären wir von da gekommen. Show haste, human. Oh, Grantel. Ich spüre schon, es wird abenteuerlich. Quickly, before those bound fiends sniff out your despair. Da ist der Puck. Wollen wir mal mit Puck reden, wa? Moin, Puck. Shadows abound, yet like a fire's final embers. You refuse to be snuffed out. Ich werde es euch natürlich jetzt nicht vorlesen, ihr könnt es ja mitlesen, ne? Aber die Stimmen sind so mega, deswegen, das wäre jetzt total blöd. I come with an offer to guide you to a safer realm and rebuke death, unlike so many of your kin. Take these bloodstained cards, play them and let amiable bond be drawn between Fey and Fleshling. Give me your hands, that we may be friends, and I shall restore amends. Almost it.
Tinkunul Ome. Wie gut ist das denn? Hurry yonder toward portal and apparatus, so you, bare child of earth, might abscond this nightmare. Travel to the forest byway swiftly. Across the divide, a greater gift awaits. Partnerships with We Fae afford many wonders yet unseen. Oh, mich stört diese englische Sprache gar nicht. Ich glaube, das fängst du übersetzt gar nicht so ein, wie geilseinig es ist. Jetzt gehen wir auf jeden Fall hier an dieses Portal. Die Weltenmaschine. So, und das sind jetzt die Karten. Wir haben das Biom. Wir befinden uns jetzt im Wald. Spielen Sie diese Karte, um eine dicht bewaldete Welt zu suchen. Okay. Und neben Wegkarten spielen Sie die Karte, um eine kleine vorübergehende Welt zu suchen. Alles klar. Fly, Realmwalker. The fiends have caught your despairing stench. So, wir verlassen diesen Tunnel und gehen in die neue Welt. Boah, ich bin so gespannt auf dieses Spiel, ey. Ich habe mich vorab überhaupt nicht informiert, gar nichts. Ich gehe da komplett blind rein. Wie gesagt, ein paar kleine Einstellungen habe ich gemacht. Aber ansonsten komplett blind. Ich freue mich drauf. Ich weiß nur, dass wir jetzt noch so ein Tutorial durchgehen. Und schauen wir mal, was passiert, ne? So, die Reise fortsetzen. Bald Nebenwegwelt. Stufe 10, okay. Gut, wir haben ja die Mittelstufe, ne? Oh, wie schön ist das denn? Da ist auf jeden Fall der Puck-Marie. Boah, ist das eine geile Welt. Absolut episch, ey. Moin, Puck. Count thyself among the fortunate few who manage to flee the Pale's noxious proliferation. Nightingale still stands, but Earth teeters on the brink, and these wilds are far from hospitable. Sequestered so and struck by woe begs the question, wilt thou be a survivor? Das werden wir herausfinden, ob wir überleben, aber ich denke schon, wir kriegen das zusammen. The gift I promised should aid thy cause. A hermetic guidebook and pocket watch, purloined off the corpse of a realm walker. Keep these like close companions. Ja. With the man-made network sundered, entrust me to find the trail forward through these byway realms. In the interim, I hear your stomach snarling. Take reprieve from misery and gorge yourself with a feast fit for a fleshling. Preserve yourself and I shall return anon. Oh. Under this mask, you wonder, I am Puck. Robin to some, Oberon's merry wanderer of the night, the last furtive Fae to grace your kind. Aha, der Robin. Ja, ein kleines Tänzchen hat er auch gemacht, der Robin. So, rohe Bären sollen wir erlegen. Oder holen. Ich denke mal, die meinen die hier und keine echten Bären. So. Sie können kleine Gegenstände wie Nahrung und Fackeln in der Nebenhand halten. Drücken Sie F, um den von Ihnen ausgerichteten Gegenstand zu benutzen. Alles klar. Dann sollen wir das jetzt machen, ne? Essen rohe Bären? Haben wir. So, Steine, Stöcke und rohe Bären. Alles klar. Alter, es geht wieder los. Es geht wieder los. Diese Geräusche so gut, ey. Was ist das? Irgendwie höre ich hier was. Hanf oder was? Ach, guck mal. Was haben wir denn hier? Ein Hoffnungsecho freisetzen. Der Schleier zwischen uns. Überlegungen am Ende der Welt. 10. November 1889. Sambungan. So.
Die überfliegt das jetzt schnell. Wer es lesen will, kann ja kurz dann Pause drücken, ne? Müssen wir uns jetzt hier nicht so lange aufhalten. Das sind halt so kleine Bruchstücke, so Erinnerungen. Guck dir mal das Wasser an. Oh, ist das geil. Da möchte man am liebsten jetzt reinhüpfen. Libellen. Ist das gut, ey. Absolut schön. So, das werden Steine sein hier, oder? Jawohl. Oh, die nehmen wir natürlich alle mit. Haben wir jetzt alle Steine? 20 von 6? Ja, das reicht erstmal, wa? So, die Stöcke haben wir auch. Jetzt brauchen wir noch die roten Beeren. Nehmen wir ein bisschen mehr mit hier. Solange wir tragen können, ist eigentlich ganz gut. So. Jetzt zu mir erschrocken. Oh. Junge. Hier steht einer. Entschuldigung. 2 von 5. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Beeren. Also Beeren kriegst du anscheinend immer nur eine. Oh, kleine Blümchengefühl. Ach, guck mal hier. Beerenbüsche ohne Ende. Solange es die Beeren sind, ist alles gut. Errichten Sie ein Lagerfeuer. Wo ist denn das da hinten? Das ist der zweite Tunnel, oder was? Ja, dann würde ich sagen, werden wir das Lagerfeuer einfach mal hier am Strand errichten. Nehmen das hier noch mit. So, mit B. Hallo? Ja, ich würde es halt gerne... Was? Warum kann ich es nicht bauen? Ach, okay, jetzt geht's. Ach, ich war nicht im Handbuch. Ja, ja, na klar. Man sollte auch lesen, ne? So, es ist ungeschützt. Ja, das ist nicht schlimm. Ressourcen automatisch hinzufügen für weitere... Gedrückt halt. Alter, wir haben unser Lagerfeuer. Brennstoff, okay. Und kochen. Alles klar, das kriegt man hin. Brennstoff einfügen. Und hier die Stöcke anzünden. Gebratene Beeren erwerben. Dann gehen wir mal auf den Topf hier. Also, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ziehen die Beeren hier rein. Boah, mehr können wir nicht machen. 5 Beeren ist eine Mahlzeit. Alles klar. Und in 2 Sekunden ist es fertig. Essen Sie die gebratenen Beeren auf der 7. So, ich will auf jeden Fall mein Feuer hier wieder haben. Ich glaube, kaputt machen können wir das jetzt in dem Tutorial nicht. Kehren Sie zu Puck zurück. Ja, bin ich ja. Ah, you've avoided embarrassment by staving off starvation. Klar. From the lingering scent, your meal was no summer court banquet, but at least you persist. We must carry forth whilst this byway is aligned with another, one which should get us closer to necessities we'll both require. The portal stands nearby. Delay not, for the withering sands await. Alles klar, Puck. Ich würde sagen, dann machen wir uns auf den Weg, wa? Inventarmäßig haben wir eigentlich Pflanzen, Fasern und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir noch was sammeln sollten, aber ich denke mal, das werden wir auch kriegen jetzt in dem nächsten. Ich weiß halt nicht, ob wir das alles mitnehmen, was wir jetzt gerade haben, weißt du? Das wäre ja das, was ich gerne wissen würde, aber das könnten wir herausfinden. Wir nehmen es jetzt einfach mal mit und wenn wir dann ohne was da sind, dann haben wir halt Pech gehabt, ne? Wir sammeln halt nochmal ein paar Blümchen und so hier. Was wir haben wir, kann uns keiner mehr wegnehmen, außer das Portal sagt nö. So nicht. So. Ja, komm. Alter, es ist so stimmig. Oh, es ist herrlich. Hier würde ich auch gerne jetzt langlaufen. So. Die Weltmaschine. Wo kommen wir denn hin? Biomkarte. Wüste. Okay, das sieht aber schon ein bisschen gefährlich aus, oder? Wüste. Und hier haben wir wieder die Nebenkarte. Mal gucken, was uns erwartet. Auf geht's.
Oh, ist das gut, ey. Oh, wenn das Spiel so weitergeht, dann werden wir ganz viel Freude haben damit, glaube ich. Übrigens, es würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder reinschreibt, ob ihr dabei seid, ob ihr es selber spielt, welche Erfahrungen ihr schon gemacht habt. Und ja, lasst vielleicht ein Däumchen da oder auch keins. Aber ein Kommentar würde mich sehr freuen. Ich mag das immer, wenn ich von euch lese. Und jetzt, wo ich wieder da bin, mega gut. So, Wüsten. Oh, wow. Oh, uns wird heiß, ab in Schatten. Alter. Du spawnst aber auch, wo du willst, oder? Summer runs through my being as blood runs through yours. Yet I've seen that dew men call sweat flow like rivers in our deserts. This heat devours spirit and life alike. How be it? Enduring the elements is part of the Realm Walker's folly. Pleasure sought through vanquishing hostility. Whether this pleases or not, without shelter and the means to defend it, you'll not last long. Best to test your nesting prowess and avoid exhaustion while I scour for the next byway. Okay, wir sollen jetzt ein Zelt aus Stöcken bauen. Wir haben alles mitgenommen. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Das ist schon mal richtig gut. Okay, pass auf. Ich würde aber jetzt hier das auf jeden Fall nicht bauen. Da hinten haben wir so ein paar Elemente. Ich würde auf jeden Fall noch mal ein bisschen was sammeln unterwegs. Was knallt denn hier so? Ja, sorry. Vor allem ich. Ich nehme so auf jeden Fall ein bisschen was mit. Er ist auf jeden Fall erschöpft, glaube ich, ne? So wie das aussieht. Irgendwie haben wir da links oben irgendwas, was ich noch nicht weiß, was es ist. Ich muss jetzt mal ein bisschen Gas geben hier. Ja, ja. Ihm ist halt mega heiß. So, wir sind im Schatten. Hier fliegen irgendwelche Dinger rum. Gibt es hier kein Wasser? Ja gut, wir sind in der Wüste, ne? Was haben wir hier? Nicht verfügbar. Okay. Ein nicht verfügbarer Gegenstand. Guck mal, wer seid ihr denn? Machen die? Wie sind die, die diese Geräusche machen, oder was? Seid ihr nett? Die bauen Steine ab. Ihr seid ja cool drauf. Danke. Ach, guck mal, hier ist Wasser. Ja, geil. Aber da würde ich sagen, bauen wir hier das Zelt auf. Oh, was ist denn das da hinten? Laufende Bäume? Ich gehe jetzt mal da nicht hin. Ich weiß nämlich nicht, was da passiert. Wir bauen jetzt mal auf jeden Fall unser Shelter hier. Genau hier. So, Entschuldigung. Ja, ja. Und jetzt ein Schlafsack. Das kriegen wir doch bestimmt auch hin, oder? Wir haben doch eigentlich alles da dafür. Können wir den drehen? Sehr cool. Wir ein bisschen auf zum Wasser gucken, wenn ich hier penne, ne? Verhältnis von Ausgeruhtheit und Ausdauer. Komfort, okay. So, wir sollen mal schlafen. Ja, dann los. Haben wir gemacht. So, jetzt sollen wir ein paar Sachen herstellen. Mit C, mit dem Crafting-Menü. Okay, wir sollen herstellen eine Holzaxt, einen Pickel. Ein Jagdmesser, eine Sichel und eine Fackel. Hier haben wir alles da. Pickel. Sichel. Pflanzenfasern fehlen uns. Holzaxt. Okay, uns fehlen auf jeden Fall Pflanzenfasern. Ja, aber die sollte man doch hier kriegen, oder? Am Wasser. Ja, guck mal. Alter, das war die beste Entscheidung, hierher zu kommen. Geräusche, ne? Von den Viechern. Du denkst immer, da kommt ein riesen Typ auf dich zu. Und wir trinken? Nee. Dann craften wir auf jeden Fall weiter.
So, was war's noch? Die Holzaxt? Die Fackel? Ja, weil wir jetzt auch eine Fackel brauchen. Und es ist ja auf jeden Fall auch sehr kalt hier. Und die Sichel. Okay, we have all. Okay, wir können damit dann Ressourcen veredeln. Das heißt, mit der Sichel kriegst du halt mehr. Mit der Axt kriegst du natürlich mehr. Okay, wir verursachen Schaden mit der Axt. Kreaturen haben Schwächen und Widerstände im Hinblick auf verschiedene Schadensarten. Okay. Da müssen wir aufpassen, was wir wie angreifen anscheinend. So, und jetzt sollen wir zu Puck zurückkehren. Kann ich eigentlich die Fackel ausmachen? Weil, ganz ehrlich, rauchen tue ich sie nicht. Nehmen wir die Bären in die Hand, oder? Puck! It slipped, du musst sie nur rufen, dann ist er da. Earth's great citadels resulted from decades of toil. Still, I expected more than that lowly truss of sticks and the haphazard cudgel you now hold. You'll need better woodworking skills than that when we reach our destination proper. It affords the perfect setting for, well, we shan't ruin the surprise. Das ist sehr nett von dir. Let us depart and speak of your ill-favored constructs no more. One final byway of muck and mire, then this path of beginnings shall fork unbounded into whatever endings you seek. Wir nehmen natürlich hier wieder ein bisschen was mit. Jetzt will ich mal gucken, ob wir das abreißen können. Einfach nur, damit ich es weiß. Und das muss ich mir gerade mal umlegen. So. Ja, so passt seine schwere Sichel. Würde ich sogar hier noch drauflegen. Und dann sind wir wieder start on ready. Okay, du kannst es zerstören. Die Axt kriegt auch Schaden. Und wir kriegen sogar Materialien wieder. Alter, wie gut. So, wir lassen nämlich nichts in der alten Welt zurück. Ah, oh, ist das geil gezeichnet. Diese schwebenden Elemente hier, sehr, sehr geil. Ich bin froh, dass uns noch nichts angreift, ey. Ich würde gerne nochmal zu dem Element dahin laufen, weil vielleicht finden wir wieder so eine Erinnerung. Vielleicht hat ja jede Welt so eine Erinnerung. Weißt du, wie vorhin? In dieser Waldwelt. Ich könnte mir vorstellen, dass hier sogar eine irgendwo ist. Siehst du? Was hat denn dem Baum gefällt gerade? Die Typen gehen aber voll ab, oder? Das Hoffnungsecho freisetzen. Der Schleier zwischen uns. 25. November 1889. Hunger hattest du? Ist gleich was, warte. So, wie gesagt, ne, wenn ihr es lesen wollt, drückt einfach Pause. Ich mach ja weiter. Wo Hunger hat er? Das Pückle. Nicht der Puck. Der Grandelbart, wie komme ich jetzt auf den Puck? Ich glaube, der Puck hat auch Hunger. So. Ja, mehr gibt es erstmal nicht als Bären, aber ich denke mal, wir werden bald in Genuss kommen, auch fleischliche Nahrung zu uns nehmen zu dürfen. Und ich habe so das Gefühl, dass wir auch noch jagen müssen. Oh, hier ist auch eine Erinnerung. Guck dir das an, du. So, ich scroll natürlich jetzt runter, ne? Geh weg hier. Das Geräusch hat mir gezeigt, wir sind schon viel zu lange hier. So, wo geht's hin? In den Sumpf. Will ich in den Sumpf? Hier steht schon. Im Morast lauernde Kreaturen. Ich glaube, jetzt werden wir die ersten Kampferfahrungen wohl mitkriegen. Ich bin gespannt, ey. Aber ein schönes Tutorial, ey. Das finde ich richtig gut. Du merkst halt wirklich, wie... Ja,
wie du so langsam an das Spiel herangeführt wirst, finde ich geil gemacht. Sehr, sehr schön. So. Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig fetter Sumpf. Auch mega gut gezeichnet hier mit den Türmen und so weiter, ne? Ich kann mir aber denken, dass wir so Faulgase in den Sümpfen haben und da eventuell gleich draufgehen werden, wenn wir If not for Astaroth's decree, this trek would have been as easy as peach pie. We Fae are forbidden from consorting with your kind. And while my amity is yours, it behooves us both to move with caution. But enough prattle. Jo. The bound guard Fae archways that align with temporal realms. As they're already acquainted with your despair, those fiends will emerge when you try to leave this final byway. While I know man's impulse is to flee, without pluck, you're sure to expire. Prepare yourself, Realm Walker. Na, da hab ich ja jetzt Once schon Bock this fen is within our wake, a fine morsel of knowledge I shall bequeath. Ahead lie relics of humanity's future. Oh, ich glaube, das ist das letzte Tutorial jetzt. So wie er das gerade angekündigt hat. So, wir sollen Knochen eines Raubtiers Klasse 1 erwerben. Und das Fell eines Raubtiers, Klasse 1. Das ist natürlich, ja. Was war denn das? Was hier nicht steht, was wir aufsammeln, ist auch was, oder? Gewöhnliche Steine, Samen, Ringelblume. Das ist ein F. So, F ist Punch. Oh, Alter. Ist das hier so? Bist du ein Level 1 Tier? Oh, Alter. Okay, wir haben auf jeden Fall was getötet. Okay, Fleisch. Das war auf jeden Fall kein Knochen von Level 1. Hast du Level 1? Das finde ich auch eine richtig geile Animation, dass du halt reinstichst und dann so alles kriegst, ne? Hier, das ist ein Raubtier Level 1. Na, herzlichen Glückwunsch, ey. Ich habe so das Gefühl, wir sollten uns ein Lagerfeuer aufbauen und auf jeden Fall irgendwas grillen. Aber wir kriegen nach und nach, glaube ich, Heilung hoch. Also in den Sumpf würde ich jetzt erstmal vorziehen, nicht zu gehen. Weil ich mir da echt vorstellen kann, dass wir da blöse, dumpfe Nebel oder so abkriegen. Guck mal hier. Boah, der war gut. Oh! Aus dem Nix, Alter. Was ist denn los? Seid ihr eine Kommune oder was? Oh, da bin ich erschrocken, ey. Machen wir das Strauch hier weg. Aber ich glaube, dann haben wir jetzt schon alles, wa? Das ging ja dann doch easy. So, es gibt immer zwei Fleisch. Kapuzen. Pellerine. Okay, dann craften wir die doch gleich mal. Okay, pass auf, was haben wir hier? Provisorisch, das ist, braucht man nicht. Können wir das einklappen? Können wir. Da ist er. Herstellen. Okay, ziehst du die jetzt auch gleich an? Die maximale Gesundheit 7, 5, 11. Können wir das eventuell wegmachen? Nee, ne? Hellsalbe erwerben. Ich glaube, wir sollten dann kochen. Er hat auf jeden Fall mega Hunger. Ich würde sagen, wir gehen mal zu dem Berg hier. Und gucken definitiv, dass wir hier uns irgendwie schützen, wa? Ja, ja, warte mal. Brandl hat schon wieder Schmerzen, der Arme. Da ist wieder so ein Viech. Da müssen wir, glaube ich, durch. Ich würde auch gerne noch mal ein
Wir machen den, das Viech mal weg. Okay, das scheint aber gut zu laufen, wenn du halt mehrmals... Was war das? Wenn wir mehrmals auf den drauf hacken, dann haben wir anscheinend so eine Art Special Move oder so. Also boxen würde ich ihn jetzt ungern. Wir gucken mal kurz, was passiert, wenn wir hier so einen Baum fällen. Ist nicht zulässig, oh mein Gott. Man sollte auch lesen, was da steht, ne? Ich hätte da jetzt noch 3 Stunden drauf rumgehackt. Ich habe mich gewundert, warum der Baum so fest ist. Okay, wir gehen mal hier oben rein. Hier ist irgend so ein Ding. Da ist es. Sehr gut. Das nächste Echo. Die möchte ich auf jeden Fall so gut wie es geht alle finden, ey. Aber wir haben ja echt mega Zeit, ne? So. Die gehen voll ab, die Typen. Ey, komm, pass auf, der Grandel hat Hunger. Wir sollten jetzt auf jeden Fall, macht das Camp direkt hier. Es geht sogar, guck mal. So, Brennstoff rein. Dann nehmen wir gleich das Holz. Pack, anzünden. So. L-Salbe soll man erwerben. Mit Knochen und Pflanzenfasern. Und wie viel? 3-mal. Dann machen wir die 3. Und die lege ich mir safe auf die 0. Das könnt ihr wissen. So. Okay. So, und dann würde ich mir das Fleisch auf jeden Fall abraten. Huch. So, das läuft jetzt nebenbei. Die Heilsalbe lege ich mir auf die 0 und das Essen auf die 9. Das mache ich in jedem Survival-Game eigentlich so. Oh, haben wir erstmal ein Stück Fleisch gegessen, sehr gut. Willst du noch eins essen? Ja, guck mal. Wir essen den, wir lassen den jetzt erstmal ein bisschen nach oben hier. Ess ruhig das Zeug. Sehr gut. So. Dann haben wir noch mal ein Stück Fleisch, ne? Dann stellen wir uns das auch noch her und dann haben wir 3 Fleisch on top. Heilen brauchen wir uns nicht, haben gar nicht so viel abgekriegt eigentlich. Oh, okay, das ist unterschiedliches Fleisch anscheinend. Dann ess das noch. So, sehr gut. Guck dir das an. Alles klar. Essenzstaub erwerben. Okay. Essenzstaub erwerben. Hier, warte mal. Das sind die Sachen, die wir finden können. Spielanleitung bauen. Statuseffekt, Welten. Im Inventar. Okay, pass auf. Ich klicke jetzt mal irgendwas an. Extrahieren. 6 Essenzstaub. Ah, okay. Alles klar, du musst irgendwas... ja, das ist doch geil. Gegenstand reparieren. Ach, wir reparieren mit Essenzstaub. Das ist natürlich cool. Dann können wir hier so Samen oder so, wenn wir Überschuss haben, dann können wir daraus ja dann Essenzstaub oder so machen. Ich würde sagen, wir nehmen hier auch alles wieder mit. Wir haben nichts mehr, ne? Okay. Dann machen wir das noch kaputt hier. Und dann kehren wir zu Puck zurück. Und ich glaube, dann geht es für uns dann los, ne? Da ist er. Wir müssen, glaube ich, immer Puck sagen und dann kommt er. You've stolen life to preserve your own. A necessity, lest it become a vice. One imbibed by men like dandelion wine.
Löwenzahnwein. Now, I've led you about around. Ja. Through bog, through bush, through brake, through briar. And forthwith a temporal realm of abeyance awaits. Ich glaube, jetzt geht's los, Leute. Nightingale. First you must oblige your inner essence and choose the landscape that beckons. Ah, no need for words, only thought. Okay, wir sollen jetzt eine Welt wählen. Ich würde sagen, der Wald, der hat mir so gefallen. Der Sumpf war natürlich auch geil. Also Wüste hat mich jetzt noch nicht so abgeholt, aber ich würde sagen, wir gehen mal in den Wald. The mystery of the hold. Play your cards, but beware. The bound will storm once the archway rouses. Crack their pitiable little skulls. Show no mercy. Niemals nicht. Niemals keine Gnade. So. Jetzt müssen wir natürlich das Realm finden. Und da habe ich jetzt gar keine Ahnung, wo das sein soll. Das werden wir auf jeden Fall jetzt noch machen. Das ist das angezeigt eventuell. Warte mal, lass uns mal auf die Map gucken. Oh, hier ist eine Truhe. Das ist es, oder? Ja, okay. Ach, guck. Die zinnbaren Metallkugeln. Und eine Treibhauskarte. Spielen Sie diese Karte, um den Erzertrag zu erhöhen. Okay, wir müssen halt wirklich dann auch... Was ist denn das? Ach, Bärchen. Ja, geil. Cool. Ich glaube, wir müssen dann auch gucken... Oh, das nehme ich aber erstmal alles mit. Warte mal, wir gucken jetzt erstmal kurz hier rum, bevor ich jetzt hier weiter rede. Was haben wir denn hier? Das ist nichts, okay. Wir müssen dann wirklich auch schauen, dass wir dann richtig gute Karten spielen, wa? Das ist ja auch sehr interessant. Was haben wir hier? Sieht aus wie ein Moosrinde. Was war das? Ich glaube, Pflanzenfasern könnten das gewesen sein, oder? Gut. Kann ich eigentlich Map-Markierungen machen? Ah, guck mal. Dass ich die halt sehe, weißt du? Leuchtfeuer. Kartentempel. Okay. Wir müssen einfach da runter. Ich denke mal zu diesem Dings dort. Zu diesem, das, ja, das ist das Portal. Seid ihr friendly eigentlich? Ich habe jetzt nämlich nicht Bock, euch jetzt anzugreifen oder so. Alles klar. Ja, dann komm her. Oh, wow. Okay, wir haben irgendeine Herausforderung angeschlossen. Boah, Grantel. Den haben wir. Ah, der greift doch an. Du musst das abpassen besser. Und deine Ausdauer auf jeden Fall, mein Junge. Wo ist er? Sehr gut gemacht. Jetzt noch einen braucht er. Sehr gut. Dann nehmen wir halt gleich Fleisch mit in die neue Welt, ne? Sehr, sehr geil. Ich meine, wir wollten ja nicht, aber die haben uns ja keine Wahl gelassen, ne? Also, ich wollte ja eigentlich weg. So. Hier ist noch irgendwo was. Alles klar, wir haben alles. 143 Leben haben wir jetzt. Ich guck mal kurz rüber. Seht ihr das? Ja, ihr seht das sehr gut. So. Na dann los, komm. Dann beenden wir jetzt in dieser Folge das Tutorial. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Denke ich mal in unserer eigenen neuen Welt. Oh, ich laufe jetzt an dem vorbei. Ein paar Tiere will ich auch hier lassen. Für die Nachwelt. So, oh, da oben sind auch nochmal welche. Okay, den muss ich aber definitiv wegmachen. So, bevor der mitgekriegt hat. Was passiert ist, wollte ich eigentlich gerade sagen. war er hin? War nicht wirklich. Ich bin froh, dass es Level 1 ist, ne? Die Raubtiere hier, ey. So, hier ist irgendwo noch eine Erinnerung.
der Schleier zwischen uns. Geht's, wa? So, jetzt haben wir ja Karten gekriegt. Genau. Also, Biom Wald, war klar. Und das ist die Schwebenkarte. Spielen Sie diese Karte, um eine Welt mit geringer Gefahrenlage zu suchen, die sich für den Bau eines Anwesens eignet. Portal öffnen. Remain vigilant while the realm's alive. Okay, irgendwas kommt anscheinend jetzt gleich. Und hier steht, bleiben Sie wachsam. Ja, natürlich! Moin! Boah, Junge. Ich finde es gut, dass Puck uns vorwarnt, weißt du? Das hätte mich jetzt aber so richtig, was war das? Irgendwelche Borsten? Okay, waren das... Bleiben das die drei? Okay, Leute, wir sind noch ein bisschen länger hier. Sehr gut, Grantel. Einer noch. Und nochmal auf Kopf. Einmal noch. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Sehr gut. Ey, können wir jetzt bitte in die neue Welt, oder? Ist die schon da? Nein. Das ist nicht die neue Welt gewesen. Jetzt ist sie da. Okay. We did it. Your path forward is winding and full of terrors. Save yourself. Survive the realms. And rebuild all that has been lost. Gänsehaut. Wahnsinn. Sehr schönes Tutorial. Richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. So, dann sind wir jetzt durch. Die erste Folge war natürlich etwas länger. Aber das ist normal. Schön langsam ankommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst doch einfach mal ein Like da oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, ich beende an der Stelle jetzt hier. Und... Oder nee, komm, wir lassen es noch. Nicht, dass irgendwas passiert jetzt noch. Und ihr kriegt es dann nicht mit. Wir gucken uns die neue Welt noch an. Die Zeit haben. Ich würde sagen, genau hier mache ich jetzt Ende und hole euch dann morgen genau hier auch an der Stelle wieder ab. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Euer Eric.